Ey, yo Leute, Gaming Ops ist wieder back am Start heute. Mal kein Stream von Pokémon. Und zwar, mein Internet ist gerade weg, ich will es euch zeigen, aber geht nicht. Ich wollte einfach eigentlich streamen, weil ich gerade noch Zeit habe, bisschen Spaß mit euch, aber ich wollte jetzt einfach ein bisschen Pokémon zocken. Ich hatte auch Lust drauf so. Und Internet ist gerade weg, ich muss gerade also sowieso warten. Wollte dann also entspannt zocken und ging jetzt natürlich nicht. Aber ich würde sagen, dann machen wir halt noch eine entspannte Folge raus. Gehen wir einfach mal ins Dings und besiegen Team Rocket, würde ich sagen, oder? In der Spielhalle unten. Ja, mir kribbelt schon die ganze Zeit in der Nase. Und wir haben hier letztes Mal ja richtig gut Cash gemacht. Ihr seht's. Ja, ist solide. Da kann man 2-3 Spins schnell machen. Ja, Digga. Da sind die Credits, Jungs. 100. Jawohl, Digga. So, wir gehen raus. Und gehen direkt runter. Pokémon habe ich gerade eben noch geheilt. Oh, Digga, die Musik. Fluchtseil, aha, okay, das ist ganz praktisch hier unten. Komplizierte Worte, die keinen Sinn ergeben. Komm, wir kämpfen. Wir kämpfen uns hier hoch mit dem Level. Team Rocket Drupal, Alter, Radikal, Digga, absolut kein Respekt davor. Harald wird den so zerfetzen, Digga. Kapau, Alter. Egal, Radikal, kein Gegner für mich. Das ist nur, damit ich schneller so mich hochleveln kann. Kein Gegner für mich. Dann noch eins, Digga. Ganz entspannt, Digga. Ganz entspannt Hops genommen, Digga. Wir sogar da. Traumacho, Alter. Er macht sowieso gleich Hypnose, Digga. Sag ich dir so, wie es ist. Zum Glück nehme ich den One-Shot, Digga. Wir sind viel zu hart durchgerusht, fällt mir auf, Digga. Wir müssen noch den ganzen Geistertunnel machen. Und ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Episode, sagen wir es mal. Dass wir jetzt das Team Rocket-Ding unten hier zerstören, hops nehmen. Und dann würde ich sagen, machen wir den Geistertower. Weil da oben war irgendwas. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, was da oben ganz oben ist. Hier geht's nicht lang. Der Blauspause mit vielen Diagrammen und Texten. Aha. Ah, hier geht's ja noch weiter runter. Ja, moin, ich habe absolut was gefunden. Schauen wir die Dinge auch noch durch. Also gehen wir ins nächste Stockwerk. Erstes Stockwerk geklärt, Digga. X-Tempo. Mondstein ist Ehre.
Verhöhne. Okay, also wenn ich jetzt hier rechts gehe, ist scheiße. Ich muss hochgehen. Digga, das ist anders scheiße gemacht. Digga, ich raste gar nicht mehr. So, wenn ich jetzt hier lang gehe, dann komme ich nicht mehr weiter. Eigentlich gibt es keine Möglichkeiten mehr. Egal wie ich jetzt hier lang gehe, ich komme wieder unten an. Schaut. Ob ich jetzt hier lang gehe oder hier, macht auch keinen Unterschied. Weil ich werde ja dann trotzdem. Ich weiß nicht, ich kann es euch nicht zeigen. Aber wenn ich jetzt hier rechts gehe, dann komme ich ja auf diesem unteren Rechtsgelb an. Das macht also gar keinen Sinn. Ja, und ob ich jetzt hier lang gehe, macht auch keinen Unterschied. Also muss ich ins nächste Stockwerk. Jo, ich wollte euch ganz kurz sagen, ich cut euch mal den ganzen unnötigen Scheiß raus, weil ich habe so verkackt, ich habe einfach übersehen, wo man langlaufen muss. Und deshalb mache ich mal kurz einen Zeitraffer, wie lange ich gesucht habe, bis ich es endlich geschafft habe. Aha, also gibt er uns den Liftöffner hier. Ja, mal schauen, ob wir die One hätten oder auch nicht. Ah, jetzt müsste aber da unser Ende kommen. War in dem Stück, in dem Tee waren gerade Stückchen von dem letzten Schluck. Ah, das ist eigentlich schon ziemlich hart gerusht vom Level. Die Gewalt finde ich sehr effektiv, Alter. Das ist ein fucking Rasierblatt. Und schneiden die den Flügel ab, wahrscheinlich nicht effektiv, oder? Da ist schon wieder die Pokémon-Logik. Liftöffner, bam bam, Alter. So, ich würde sagen, wir machen weiter. Ich habe jetzt, glaube ich, den Weg gefunden, den man machen muss. Ja, und jetzt holen wir uns erstmal die Dings hier ab, den Supertrank.
Genau, jetzt gehen wir erstmal hier hoch, würde ich sagen. Weil wir haben tatsächlich noch nicht so viel erreicht hier unten. Kämpfen wir gegen mal die ganzen Leute hier. Habe inzwischen kurz mit Unity Media geredet, Digga. Innerhalb der nächsten 40 Stunden kümmern sich ein Techniker aus der Ferne drum. Bin ich auch schon mal gespannt, wie es aussieht. Es ist so lächerlich, ich habe nur Probleme mit Unity Media, ne? Es ist nicht normal. So, ihr seht auch ein bisschen heller jetzt. Hab die Jalousie hochgemacht. Ja, kommt jetzt so mal raus. Ach man, also manchmal denkt man sich echt, Junge, 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 was können die eigentlich, die ganzen Internetanbieter, die nur Probleme machen, Digga. Eins in die Kommentare, wer es kennt. Die machen nur Faxen. Alter, ich glaube, ich war vorher absolut braindead und habe mich gerafft, wie ich lang muss, aber jetzt komme ich hier weiter. Tackle, 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 Alter. Digga, wehe, ich krieg Vergiftung, Alter. Jawohl, Digga. Ich glaube, bei Pflanzen-Pokémon ist es sowieso schwieriger, den Status zu verändern, eben mit Gift, Paralyse und so weiter und so fort. Wahrscheinlich weißt du nicht, wovon ich rede, Alter. Hypertragen. Ist schon alles recht stabil, sagen wir mal so. So, und jetzt habe ich den Liftöffner ja schon von vorher. Hier sind wir nämlich noch nicht gewesen. Aha, noch ein Ball. Calcium, aha. Komme ich da durch, wenn ich gegen die beiden kämpfe? Ja, ich denke mal schon. Dann machen wir das doch mal, oder? Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Das Team Rocket finanziert Puppen und seine Fensterpläne. Ich bin hier der Boss, Joani. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden. Wicht. Was für Wicht, Alter. Der einzige Wicht, den ich hier sehe, bist du, Alter. Lässt dich von einem 10-jährigen Hops nehmen, Alter. Aber ja, Level 25er Onix, stabiler Hase, Digga. Da kann ich aber auch erstmal meinen Krieg rausholen, was trotzdem nochmal für ein Level über sein ist, was ich aus einer Höhle gefangen habe, Digga. Muss los, Alter. Klammergriff ist so ekelhaft. Diese Attacken, die über mehrere Runden Schaden machen, kriegt er jetzt erstmal auch ab. Digga, meine Attacken gehen nur daneben, ist das so lächerlich. Jawohl, Sandra beschickt. Das ist sogar effektiv, Jungs. Aha. Mal schauen, wie viel Schaden. Ja, ist solide. Gefettfingert. Hier, Kratzfurie. Mal schauen, wie oft er gönnt. Ja, Digga, macht ja gar keinen Schaden. Viermal nur. Also viermal ist stabil, aber hat ja gar keinen Schaden gemacht. Alles klar, er macht so einen Volltreffer, Digga. Ich würde sagen, wir healen mal unser Dings. Pokémon.
Tafelwasser ist ja sau OP. Muss ich mir keine Tränke kaufen. Dann machen wir mal einen angenehmen Schaufler, Digga. Digga, als wenn er seine Verteidigung die ganze Zeit pusht. Sehr effektiv, Digga, stabil. Dann machen wir nochmal einen Schaufler und dann dürfte das Ganze klappen. Als wenn er predicted und wieder Herne einsetzt. Kann sogar sein, dass das jetzt nicht mal der letzte Schlag ist. Digga, nur weil er nochmal seinen Hurensohn Härtner gemacht hat. Okay, jetzt bin ich aber am Arsch, Digga. Ja, okay, das war aber auch nur sein erstes Pokémon. Glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Also schon ein solider Kampf. Als nächstes Rihorn, Digga. Ja, komm, wir machen den guten Harald wieder rein. Zack, 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 Alter. Erstmal Egelsamen. Oh nein, Vogelschlag. Okay, ja, ich bin zweimal getroffen. Besser ist es. Jetzt ziehe ich mich erstmal voll, Digga. Na gut, das zieht ihm aber schon gut ab. Jetzt geht's wieder weiter. Gerade einen Anruf reingekriegt, Digga. Muss los. Immer dann, wenn ich Sachen mache, kriege ich Anrufe rein. Erstmal wieder healen, Digga. Digga, der geht mir auf den Sack mit seinem Vogelschlag. Erstmal einschläfern. Schön die Tackle, weil ich will ihm ja sein Leben ziehen. Auf meins mit Egelsamen. Deshalb mache ich jetzt nicht so Attacken, die ihn richtig gut abziehen. Kann ich mir nämlich schön folgen, Digga. Stirb. Er ist einfach gestorben an Egelzahn, Digga. Schon traurig eigentlich. Kangama, nein. Wir nehmen Team Rocket jetzt hops, Digga. Boah, zum Glück hat der Mega Eve nicht gesessen, Alter. Die sind richtig stark. Als wenn ich zurückschräg vor so einem scheiß Ding, Alter. Scheiße. Rip. Okay, war gar nicht so stark. Da, ich hatte Stärke in Erinnerung. So, machen wir noch einmal Egelsamen. Mega hier. Egelsamen. Und. Ach, Digga. Wahrscheinlich ist er ausgewichen, Alter. Wahrscheinlich weicht er zweimal aus. Ach, Schnauze, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, Alter. Dann hielt ich mich halt im Pokécenter, Arschloch. Giovanni, Digga. Nein, ich habe kläglich versagt.
2900. Solide. Jetzt kriege ich erstmal die Sifts, so glaube ich. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Diesmal lasse ich dich noch von dran ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Slipscope. Damit kann ich tatsächlich Dings sehen. Jetzt gehen wir erstmal in die anderen Stockwerke über den Lift, um zu den Sachen zu kommen, die wir jetzt nicht eingesammelt haben. Ah, hier waren wir. Da waren wir noch im ersten Stock nicht. Also da haben wir die Bande hops genommen, würde ich sagen. Jetzt machen wir noch einmal auf Umdrehung hier. Auf 3-7er. Und dann gehen wir raus aus der Olga. Scheiß Casino. Jawohl, Digga. Da ist es. Genau darauf habe ich gewartet, Jungs. Genau darauf. Und ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.